das Warum der Unternehmen. Die haben ja irgendwann einmal einen Grund gehabt, warum es das aufbaut und was aufbaut. Jeder gibt bei uns einfach 100%. Und dann geht's nur weiter. Schaukelbar? Klingt komisch, ist aber ganz einfach. Fünf Jungs oder besser fünf kreative Köpfe haben sich zusammengetan, um zu zeigen, wie viel Potenzial im Kleinen für Großartiges steckt. Den Output haben die glorreichen fünf ganz simpel schaukelbar getauft. Warum sind ausgerechnet wir Sechse da zusammengekommen und haben gesagt, wir machen so ein Event mit solchen Kunden? Naja, vieles im Leben passiert per Zufall. Und auch diesmal ist Zufall passiert und ein sehr schöner Zufall, wie ich finde. Ja, weil zufällig haben sie alle unsere Lieblingskunden und die, die es noch werden wollen, getroffen und haben mit uns quasi einen schönen Abend verlebt, haben uns ganz kurz einmal kennenlernen dürfen, aber nicht nur in einer normalen Firmenpräsentation, sondern auch wie wir ticken. Also gerade wir zwei ticken ja ein bisschen besonderer. Wenn der Bernhard einen Film über einen Bäcker macht, dann kommt wahrscheinlich kein einzig geschnitten Brot drinnen vor, aber er schaut gut aus. Die Gang, die was so jetzt schon besteht, die gibt es seit Jahren. Ja. Und ich bin da als Junger aufgenommen worden, wie wenn ich ewig schon dabei gewesen war. Und da möchte ich mich echt nur mal bedanken bei allen, die was da schon in der Schaukelbar dabei sind. Und ich glaube, der heutige Abend hat das auch wieder gezeigt, dass wenn die regionale Vernetzung passiert sozusagen, dann kann auch was Großes entstehen. Wenn also fünf kreative Nahversorger aus dem Mostviertel ein Kollektiv bilden, dann ist der Name Programm. Denn es gibt kaum Projekte, die gemeinsam nicht schaukelbar werden. Was ich an den anderen schätze, ich meine, der Max ist so ein bisschen der Papa für uns, der Oberkreative, sage ich jetzt einmal, der uns auch alle sehr gut bedient. Aber ich hoffe, dass wir heute zeigen können, dass diese Sachen nicht eindimensional rennen oder auf Einbahnstraßen. Wir befruchten uns alle gegenseitig, wir helfen gut zusammen. Alleine, wenn ich mir denke, zum Beispiel der Johannes, der mir auf sehr vielen Arten und Weisen hilft, jetzt auch im Vertrieb, es ist einfach schön, zusammen zu helfen, gemeinsam an einen Strang zu ziehen. Und ich sage das jetzt auch einmal für die Region, weil wir sind alle überzeugt davon, dass wir hier gute Arbeit leisten können und nicht nach Wien oder Linz umziehen müssen. Man muss nicht nach München, nicht nach Salzburg, nicht nach New York, nicht nach Lissabon. Es geht auch in Greinswurthaus, Meining, Amstetten. Also es spielt sich wirklich da bei uns in der Region ab. Ich bin immer schon ein Netzwerker gewesen und versuche auch in diesem Gespann alle miteinander zusammenzubringen, ohne Arterdeck dazwischen. Auch das ist ganz, ganz wichtig, dass man neidlos arbeiten kann. Das heißt, es gibt viele Aufträge, wo wir unter Anführungszeichen nichts zu tun haben. Aber wir wissen, es wäre ganz, ganz interessant, wenn wir diese Firma mit der Firma zusammenspannen, aus der Schaukelbar heraus. Und die zwei arbeiten dann miteinander. Und wir haben nichts gemacht, außer die beiden Besten für diesen Kunden zu vernetzen. Und die betreuen den Kunden. Und es kommt irgendwann aber auch zurück. Und das funktioniert bei uns sehr, sehr gut. Das ist so ein bisschen Gentleman Agreement. Also man schaut, dass jeder von jedem wirklich was hat. Ein Gespann wie die Daltons aus Lucky Luke. Wer welche Rolle spielt, diese Zuordnung überlassen wir Ihnen. Impulsvorträge haben zumindest einen Einblick in das Schaffen jedes Einzelnen gewährt. Von regionaler Resilienz über Emotional Selling Propositions und menschlicher Digitalisierung bis hin zum Brechen von Denkmustern und was gelebte Kooperation auslösen kann. Fazit: Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Weil es Spaß macht, mit den Menschen zu arbeiten. Alle, die heute auf der Bühne waren, sind Freunde geworden. Es ist ein paar Mal gefallen, dass der Johannes hat gesagt, er ist dankbar, dass er so in die Runde aufgenommen worden ist. Und das ist an jedem so gegangen. Ich bin vor 15 Jahren nach St. Pölten gegangen, vor 10 Jahren wieder retour gekommen, habe die Menschen kennengelernt und die haben mich genauso aufgenommen in diese Runde und gesagt, hey, ist cool, was du machst. Reden wir mal, setzen wir uns zusammen. Und es sind Freundschaften entstanden. Ich meine, man merkt es auch, wir sind optisch schon ein bisschen verschieden. Ne? Dennoch muss ich sagen, der Bernhard ist der seriösere Typ für uns zwei. Das steht für uns als Schaukelbar. Als Runde, die sich gefunden hat und sich auf die Fahnen geheftet hat, gemeinsam für Unternehmen so richtig
Projekte zum Fliegen zu bringen. Mehr dazu liefert die Internetseite www.q2e.at/schaukelbar.